willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 4 in dem Himalaya-Gebirge. Wir reden hier ganz geschmeidig runter, auch wenn es mir irgendwie sehr, sehr langsam vorkommt. Jetzt ist noch Schrittgeschwindigkeit. Ah, jetzt ist es weg. Ist das ein Bär? Ist das ein Yeti? Aber jetzt mal im Ernst, was ist das für ein Monster? Ein Gorilla? Wobei es ja sehr unwahrscheinlich wäre in diesem Gebiet, aber jetzt ernsthaft, das sieht aus wie so ein Yeti einfach. Passt zumindest zur Szene hier, aber er wird doch nicht ein Far Cry. Jetzt aber nicht, es gibt ernsthaft einen Yeti hier. Hä? Hey? Herzlichen Glückwunsch, du bist offiziell der größte Glückspilz, den ich kenne. Ich habe eine Woche im Feindgebiet nach dir gesucht. Und zum Glück fanden wir dich, bevor du erfroren bist. Wunderbar. Wahrscheinlich tut er das, was er am besten kann. Er sitzt im Dunkeln und betet zu toten Göttern, dass du sicher heimkehrst. Ich habe dich 3 Tage beobachtet, aber jetzt bist du wach und scheinst okay zu sein. Und ich muss zurück. Wir befinden uns immer noch im Krieg. Sabala hatte mit einer Sache recht. Der goldene Pfad braucht dich. Ich bin froh, dass ich dich habe. Krasser Scheiß. Holy moly. Alter, was ist denn das hier? Jetzt brauchen wir die hier und für die brauchen wir 4. 6 meiner Gesundheitsfälle, aber die habe ich noch nicht. Dann gib mir 3-mal das da. Z93, oh. Ja, ist ja gut, ich habe einen Körperpanzer, ich weiß. Boah, endlich wieder vernünftige Spritzen. Boah, leg mich im Arsch. Du willst es nicht... Nee. Das kannst du mir jetzt nicht antun. Du kannst jetzt nicht sagen, dass wir dieses geile Gewehr haben. Oh mein fucking Gott, wir haben einfach... dieses Gewehr Kaliber 50 mit gerade Zugverschluss bietet genug Power, um Wände zu durchdrängen und jedes große Ziel zu stoppen. Wir haben es ernsthaft bekommen. Oh mein Gott. Welche Farbe? Machen wir das. Läufe, Schalldämpfer. High-Power-Zielfernrohr. Erweitertes Zielfernrohr. Nimm was High-Power. Mit Schalldämpfer? Ob das was wird? Ich weiß ja nicht. Ich wage es ja ernsthaft so ein bisschen zu bezweifeln. Aber testen wir mal mit Schalldämpfer aus. Wenn es uns nicht... Alter, wie komme ich hier raus? Ach, das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Was ist denn hier vorne, dass mich sogar bis zu meinem Haus gebracht hat? So, aber wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen hier hin. Weil ich das will. Dieses Mohan-Gelds-Tagebuch ist ja wohl wirklich ein bisschen verarsche, ne? Ist wahrscheinlich da drunter, oder? Ich hab ne Idee.
Ich weiß, wo es ist. Also zumindest habe ich eine Idee dafür. Was? Jetzt liegt's doch hier! Jetzt liegt's einfach hier! Das ist doch... Das ist eine Verarsche, das Buch! Ganz ehrlich! Was soll denn das denn? Wir gehen mich jetzt zu... ich weiß es nicht. Dahin! Auf zu nur! Warum? Weil nur ist. Jetzt erstmal ganz kurz gucken, wie es mit Schalldämpfer ist. Was? Zum 500 XP? Für was? Was habe ich getan? Da steht doch bestimmt so ein kleines Fluggerätchen, oder? Der Gerät kann fliegen. Der Gerät bringt mich sicher zum Ort. Der Gerät kann mich aber auch aufschlitzen. Oh. Weißt du, keine 3 Sekunden später sind wir einfach so hoch in der Luft und ich denke einfach nur so. Ich bin der König, ich fliege durch die Gegend. Ich bin der König, ich fliege und bin froh. Heidele, heidelo, heideho. Ist ja voll awesome, wenn ich einfach hier runterschießen würde und den treffen würde und einfach... Chill mal ein bisschen. Rette Menschen? Nee, die können sterben. Wir müssen aber da hoch. Du bist Piepeteil. So. Jalungs Seele, Ort entdeckt. Zu freundlich. Vor die krasse Statue. Da fehlt aber was. Der sah mir irgendwie aus, als hätte er Hunger gehabt. In meinen Knochen knirschen die Zähne, die Ziege. Wow. Sag ja nicht zu viel. Maske? Wo ist die? Da oben. So, und jetzt gehen wir zur Festung. Alter, chill ein bisschen. Wir sind gerade erst gestartet und schon meckert da rum. Ah, zu hoch. Ach, die geht in den Berg rein, die Festung? That's interesting. Nein, mein Fliegeteil ist weg. Bagadur! Da sind wir einfach mal runtergefallen. Das stört einfach gar keinen. Oh, das sind Leitern. Wusste ich. Witzig. Wir haben Besseres zu tun. Nicht witzig. Doch. Es ist fucking witzig. Können wir die einfach da wegmachen, ohne dass es jemand merkt? Das war knapp. Wo ist die Leiche hin? Hier. Ich nehme die mal kurz mit, ne? Ich hoffe, es stört hier keinen, dass ich hier so eine Leiche über die Mauer trage. Weil, das, hat Pagan so gesagt. Das ist ein Befehl von ihm. Danke fürs Verständnis. Kann ich eigentlich eine Leiter klettern? Nee. Das ist ein Problem. Muss leider hier liegen bleiben, tut mir leid. Die wollen dich nicht haben. Ist nicht meine Schuld. Warum kommt ihr immer zu spät? Das ist nicht witzig. Wir haben Bestes zu tun. Warum sollen die auch pünktlich kommen? Alter, kannst du bitte auch endlich immer sehen zu lassen, AJ? Ja,
kannst du dir abhalten? Katschi, bitte, ja, Jim. Tötet sie! Los, 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 los! Sie könnte euch mal einkriegen. Martin! Scheiße. Nicht Alarm. Hoho. Bumm, Kopf weg. Ah, na toll. Tot. Oh Gott, das ist ein Dicker. Da war ein Dicker. Die Sniper sieht sehr schmerzhaft aus, muss ich dazu mal sagen. Tschüss, Leute. Oh Gott. Ah, zu viele Gegner. Well, fuck. Wir kommen aus der Luft. Nicht mit mir, Jungs. Nicht schwer. Aua. Es ist nicht schwer, dich zu töten, aber dich zu töten ist noch einfacher. Die Alarme sind hier drin. Das ist ziemlich assi. Ziemlich geile Feste, muss ich dazu mal sagen. Ach, Jungens. Das könnt ihr nicht machen. Alter. Geht doch. Tschüss. Das ist witzig. Ich konnte mich nicht heilen, weil der unbedingt den Mörser abschießen muss. Ich habe einmal linke Taste gedrückt und dann schießt er den ab und so lange kann ich mich nicht heilen. Das ist ja mega kacke. Hä? Wo bin ich? Ach so, jetzt mich bei der Maske und ohne Flieger. Na, das ist ja freundlich von euch. Muss ich den Berg wieder runterlaufen. Geil. Geil! Und dann fällt er auch noch da runter, statt da runter zu rutschen. Ach AJ, Mann, Junge. Was machst du denn heute? Jetzt bin ich wieder hier oben. Ich krieg's kotzen. Meine Fresse, jetzt darf ich auch noch selber fliegen. Richtig unverschämt einfach, ja? Aber naja, geht ja immerhin klar. Ich lande hier und trinke ein Bier darauf, dass ich sie alle töte durch den Sniperlauf. Zwei Alarme übrig, Mama. Spacken. Ich hoffe, er ist nicht runtergefallen. Das wäre mir irgendwie ziemlich ärgerlich. So. Ich hoffe, mich sieht jetzt keiner. Während ich ihn wegtrage. Na, guck mal, da gut funktioniert. Lol. Oder sind ein paar Leute gestorben, fällt mir gerade mal so auf. Ja, dann wird der eine mehr oder weniger hier auch nicht auffallen. Da oben ist ein Dickerchen. Das hört sich an, als würden wir hier voll einen dicken Matsch laufen, ja? Richtig ekelhaft.
War hier nicht eine Wache? Der ist möglicherweise runtergefallen. Ups. Also doch, ja, der Sniper fällt da runter. Unbeabsichtigt. Der ist mir so aus Versehen von der Mauer gefallen. Na, können wir den wegsnipern einfach so? Das sah sehr schmerzhaft aus. Mehr als ein Einzelner, weil ich nur einen einzigen getötet habe, weißt? Macht voll Sinn. Vielleicht ein Hinterhalt. Verteilt euch und sucht! Hier liegt eine Leiche! Sucht weiter! Oh, scheiße! Was machen wir jetzt? Hier liegt eine Leiche! Oh, scheiße, tot! Seht überall nach! Ich will wissen, was das war! Willst du das wirklich? Aufpassen! Wir wissen nicht, was da draußen ist! Er ist verschwunden! Ihr müsst alle die Augen offen halten! Die habt ihr niemals gesehen, die beiden. Die schleppe ich jetzt ganz gemütlich weg. Weißt du, als ob die hier sehen, dass ich hier das, die gerade versuche anzugreifen. Ist ja lächerlich. Was kommt als nächstes? Dass die denken, dass ich die töte? Ha. Nee. Das gefällt mir jetzt aber nicht so. Das ist der nicht sehen, wenn ich mich hier hochhangel, oder? Ah, mich sieht hier keiner. Es ist mega auffällig hier im Hochklettern, merkt keiner. Aber hier oben scheint nur einer zu sein, das ist schon mal gut. Ist hier drin noch irgendwo jemand hier oben, meine ich? Sieht er weniger danach aus? Ich bin bereit. Der Typ ist da. Sind sie noch andere? Ich meine, klar müssen noch andere sein. Ich habe ja davor noch welche besiegt, aber... Ich werde nicht lohnen. Ich möchte halt gerne so welche herausfinden. So, was waren schon die Alarme? Wow. Das wäre ja mal wirklich super geil jetzt. Ich reiß nicht. Ich lauf zum Alarm. Oh nein, der Alarm ist ja kaputt. Wie kommt das nur? Das ist ja richtig doof. Jetzt kann ich gar keinen Alarm auslösen. Und kriege keine Verstärkung und sterbe, weil ich gerade den Alarm anmachen möchte. Toll, das war's jetzt. Das ist ja ein bisschen langweilig. Da fand ich die erste Festung schon fast spektakulärer. Wieso sollte man das in Koop machen? Nee, nee, nee. Alles Schwachmaten hier. Du hast eine Festung erobert und nur erledigt? Ich gebe zu, ich bin sehr beeindruckt. Die Hälfte der Festungen gehört jetzt uns. Das schränkt Pagans Möglichkeiten für Gegenangriffe drastisch ein. Will ich Pagan auch noch was dazu sagen? Wenn nicht, würde ich es gerne nochmal machen, aber 900 Punkte ist schon ein ganz schöner Anfang, du. Das waren innen drin 2... Da 3, 4, 5... 6, also 6 bis 7 normale Leute, ich die alle Takedown habe ich.
Okay, das könnte schwer werden. Funktioniert das so, wie ich das jetzt vorhabe? Geil. Das merkt er noch nicht mal. Finde ich fett. 30. Also wie gesagt, es müssten hier einer sein, dann waren ja zwei draußen, da ist einer. Und hier unten war auch möglicherweise einer, aber das war, wie gesagt, dieser möglicherweise Typ. Da oben war einer. Dann gab es da drin, also hier war einer, der war ja da am Stehen dann. Das sind schon mal drei, plus den hier, also eins, zwei. Der da oben drei, der da vier. Innen drin waren noch zwei Draufgänger, das waren dann halt fünf und sechs. Sechs Leute mal 30. Also 6 mal 30, ne? Das sind 300. Dann haben wir schon mal ein Drittel der Punkte weg. So, dann kommen noch die zwei Dicken dazu. Wenn wir die Takedown, gibt es auch noch mal einiges an Punkte. Das könnte funktionieren. Geil. Das könnte funktionieren, meine ich, das könnte funktionieren, ohne dass sie mich hier merken. Okay, das war stupid. Dass ich den nicht direkt geschatschattet habe, das war ein bisschen Gnarf, Kacke, Scheiße. Aber es dürfte von der Rechnung her, wenn ich dann, ich sag mal, 200 Punkte pro Takedown bekomme, bei den Dicken, bin ich schon bei 400 plus 300, ne? Dürfte sogar schon reichen, wenn wir die nur headshotten. So was passiert nicht einfach so. Bist du sicher? Da liegt ein Toter. Oh nein! Halte die Augen offen. Seid wachsam! Ruf alles ab! Geht klar! Okay, das war jetzt ein bisschen scheiße. Augen auf! Weißt du, sein Helm fehlt? Ist egal, er läuft aber weiter. Ja, lauf nur! Mit 200 gibt's im Headshot. Keine Gnade. Ich muss hier weg. Der war zwar nicht ganz getroffen, die Waffe ist zwar 5 Kilometer weggeflogen, aber naja, besser als entdeckt zu werden. Sache, willst du noch mehr Stress machen oder kriegst nicht mehr ein? Nee, hier komme ich nicht hoch oder so, ne? Da schießt er hin, ist ja interessant. Geiles Ding, Junge. Dafür stirbst du jetzt aber gleich. Mich sieht keiner. Das war negativ. Okay, Alarm auslösen, das ist wieder richtig stupid. Nee, das gefällt mir nicht. Aber jetzt müssen wir es in der nächsten Folge machen. Oh, fuck. Okay, dann tut mir leid, aber bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.